einige von Ihnen wissen, dass meine Familie im Augenblick eine schwierige Zeit durchmacht. John hat mir sogar angeboten, den heutigen Abend zu verschieben, um mir Zeit zu geben, das zu tun, was man so tut, wenn der eigene Sohn sich in den Kopf schießt. Du hast mir ein Versprechen gegeben. Du hast gesagt, du würdest dafür sorgen, dass er dafür bezahlt. Das werde ich tun. Aber die müssen den Kerl erst mal finden. Du wirst ihn finden. Folge dem Lauf. Keiner bewegt sich. Folge dem Lauf. Niemand bewegt sich, verflucht! Gott spricht zu mir. Durch PJ. Was sagt Gott dir, was du tun sollst? Den Kerl schnappen, der Jocelyn vergewaltigt hat. Langsam wundere ich mich über Pernells Taufe. Ein Prediger mit unlauteren Absichten könnte das gnadenlos ausnutzen. Ihre Frau hat mich besucht. Sie möchte bei Entscheidungen bezüglich ihres spirituellen Weges unbedingt beteiligt sein. Wenn es in dieser Stadt jemanden gibt, der ihnen wehtun kann, ist es der ehrwürdige fucking Harris. Jeder, den ich kenne, glaubt, dass ich verrückt bin. Und allmählich frage ich mich das selbst. Ich halte mein Versprechen an PJ. Aber ich kann es nicht allein tun. Er wird das Blut seiner Knechte rächen. Warten Sie, bitte! Und wird sich an seinen Feinden rächen. Sie machen sich Sorgen, sie wollen, dass es dir gut geht. Mir geht's aber nicht gut! Wenn du einen Sohn hättest und könntest unter diesen Umständen was für ihn tun, auch bei einer Chance von 1 zu 1 Million, was würdest du tun? Ich bin kein guter Mensch, wenn ich diese Dinge tue. Gott hat mich gerufen und ich habe geantwortet.